Aloha, Crackety Toa! Zu dieser neuen Aufnahme. Wir wollten eigentlich nur die Ballons platzen lassen mit unserem Besen und sind in dieses kleine Dörfchen irgendwie gestolpert. Und ja, dann führte das eine zum anderen. Und yo, ich würde aber sagen, ich habe da noch ein paar Merlins-Prüfungen gesehen und die würde ich jetzt eigentlich mal gerne angehen. Hier auf dem Weg. Wo habe ich die denn gesehen? Moment, ich kann die ja auch... Ach, boah, das sind ja ein Haufen. Ich bin jetzt hier, okay. Ich würde gleich mal sagen, hier. Moment, da muss ich umdrehen. Das ist gleich hier. Hoppa. Woppa. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Konfetti! Hier denn? Aha. Ah, da gibt es mal wieder ein paar Kügelchen. Nee, da nicht. Da gibt es Kugeln. Unten auch. Aber wo? Upsa. Sind die Kügelchen hier? Rebellio. Was sind denn die Kügelchen? Ah. Nee, das ist schon wieder die nächste Merlin-Prüfung. Hier sind welche. Alrighty. Moment. Kommt, meine kleinen Kügelchen. Kommt. Ach, da war's. Da hinten noch. Das sehe ich doch schon. Da hinten noch. Da sind auch schon die Kügelchen. So. Der gute alte Merlin.
Haben wir den mal wieder glücklich gemacht. Jetzt würde ich aber gleich die Prüfung dort unten machen. In der Hoffnung, dass jetzt kein Hogwarts-Express ist. Ein bisschen Mondstein. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja, Merlin, aber bevor es losgeht, Merlin, auf jeden Fall nochmal speichern, Merlin. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Prüfung von dir zum Teil mache, Merlin, raucht das Spiel ab. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Merlin? Konfetti! Lumos. Wo sind denn da diese Dingstar-Bumstars? Revelio. Hä? Wo sind die denn? Ah, da unten. Okay. Lumos. Da unten. Um Gottes Willen. Ja. Ja, okay. Lass uns hier runtergehen. Hallo, Eichhörnchen. Süß. Revelio. Und waren noch mal meine Fallen in Lower oder in Upper Hogsfield? Gibt's auch noch welche? Okay. Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? Ich habe Revelio. Wirbel und das Wilder gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Wo zum Teufel sind die? Ciao. Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Kann ich gar nicht aufmachen. Was soll denn das? Lumos. Was soll denn das? Oh. Gar nicht so knifflig, Merlin. Naja. Es war halt alles so weit unten, ne? Ich musste es erst mal finden. Jedes Mal, wenn ich bei diesen Prüfungen nahe dran bin, dann ruckelt es ganz schön. Revelio. So. Schauen wir mal. Das auch noch. Nochmal eine Prüfung. Schauen wir da mal. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Glaube ich auch. Ich glaube, da war die große Kugel. Ne? Die haben wir ja schon gesehen. Die war hier irgendwo. Wo war die denn nochmal? Irgendwo habe ich die doch gesehen. Revelio. Sehe sie. Hm.
ist der Place to be für diese Kugel? Das ist noch die Frage. Revelio. Da. So. Ah. Okay. Da wäre Merlin persönlich stolz. Das glaube ich auch. Sehr geil. Revelio. Was gibt's denn noch so zu entdecken? Upsa. Nicht mehr so viel, ne? Okay. Jetzt haben wir das da. Besonderer Brunnen. In einer alten Ruine südöstlich von Arrancher haben sich ein Brunnen gefunden, aus dem Stimme kam. Das sollte ich genauer ansehen. Das ist sehr cool. Was ist das? Schmetterlinge. Ein Kaleidoskop aus Schmetterlingen, denen du folgen kannst. Das ist ja auch cool. Oh, ich will Schmetterling folgen. Lauter Nebenquests. Ja, aber ich versichere euch, irgendwann mal werden wir natürlich auch wieder Nebenquests machen. Hä, wie cool, da laufen ja auch Leute auf der Brücke rum. Okay. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, why not? Na, Schmetterlingchen, ich folge euch. Was gibt es hier zu entdecken? Sagt es mir. Oh. Okay, hier war ich auch schon. Ah. Ich habe einen mittelgroßen Tisch gefunden. Also die führen uns wahrscheinlich immer so zu so Einrichtungsgegenstände für den Raum der Wünsche. Ich würde aber mal sagen, ich hatte noch Lust auf hier mehr Lebensmittel, dass wir das auch noch machen. So. Dahin eilen. Tschu-tschu. Da waren wir noch gar nicht, gell? Interesting. Oh, Moment. Ah, Moment. Halt, stopp. Schauen wir da mal. Oh. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Oh, welch angenehme Überraschung. Sehr schön. Hier. Aha. Das scheinen auch wieder so Anzündungsdinger zu sein. Okay.
Das ist auf jeden Fall das letzte Confringo. Revelio. Wo sind die anderen? Da hinten hier. Ah! Das sind sie auch alle. Ist es da hinten? Okay, dann let's go. Confringo! Schnell. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Krieg mich nicht klein. Yes! I love it! Was kann man denn da kaufen? Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber... Was macht eine Schülerin hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde gern. Ich musste aus dem Schloss aus. Ich erkunde gern. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock, der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Was verkauft er denn? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Oh, einen Himmelssensenbogen. Ein agiler Besen für Flugbegeisterte, die beeindruckend aussehen wollen, wenn sie ihr erhebliches Können unter Beweis stellen. Der sieht ja mega aus. Also ich sehe so, oder man sieht ja nur so ein kleines Vorschaubild, aber sieht wirklich mega cool aus. Okay, der hat Tränke. Mehr hat der gar nicht. Verstehe. Ist ein Wanderladen. Ach, es war mir auch ein Vergnügen. Lass uns da mal reingehen. Revelio. Cool. Wow. Meine Mutter meinte immer, ich sei faul, weil ich mein Spielzeug nicht aufräumte. Selbst schuld, wenn sie mir Akio beibringen. Mit Stupor kann man einen die Blocker aufhalten. Oder man läuft ihm hinterher. Ich wünschte, ich hätte damals in Hogwarts besser aufgepasst. Revelio. Hier. Fahrkartenschalter am Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubereiministerien Ottaline Gamble eine Dampflokomotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurden viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massentarnungszauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Aber man kommt hier gar nicht rein. Revelio. Das ist doch blöd. Nein, ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was? Die Tasche, also? Sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ahnung. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich Wenn muss du meine Zeit wohl... verschwendest. Au! Ich würde niemals Ihre Zeit... Er hat mich gekratzt. Komm schon, du Kleiner. Nicht meine Ratte im Griff. Wo bist du?
Wenn ich deine Ratte erwische, ist sie tot. Bist du tot? Und jetzt raus. Das schwöre ich. Amateur. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott. Ich liebe diese Nebensequenzen. Ja, und ja, der Niffler ist ja dafür bekannt, alles zu stehlen, was glänzt. Wie so eine kleine Elster. So cool. Das ist so cool. Mega. Okay, was gibt's auf der anderen Seite? Revelio. Aber so viel gibt's ja irgendwie gar nicht. Ich komme in die Häuser nicht rein. Der Händler hatte gerade erstmal nichts für mich über. Da hinten gibt's noch eine. Merlins Prüfung. Cool. Sieht halt auch so cool aus. Oh Gott, sieht es cool aus. Okay, 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 okay. Nur kurz rüber. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Okay. Oh nein. Ich habe nicht genug Malvenkraut. Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay, ich bin aber schon sehr weit vorgekommen hier. Okay, aber ich würde sagen, dann lass uns weitermachen. Entweder mit einer Nebenquest. Oh, was mache ich denn? Entweder mit einer Nebenquest. Oh, aber da ist die vorgeschlagene Stufe 30. Mit dem verbotenen Wald, das lassen wir auf jeden Fall mal. Ich glaube, ich mache hier weiter. Weil das habe ich ja schon gemacht. Ich habe die Ballons ja schon platzen lassen. Und dann kehre ich mal zur Professorin Kogawa zurück. Hier. Weil da kriegen wir jetzt den Zauber. Das ist auch geil. Da bin ich mal gespannt. Irgendwas, was irgendwie wahrscheinlich einfriert oder so. Die ist in ihrem Büro. Sehr cool. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Sehr gut. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Das bin ich. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Oho, okay, okay. Glacius. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Na bitte! Sie lernen schnell! Wow! Cool! Hallo. Mega. So, was können wir jetzt als nächstes machen? Glacius. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch cool. Professor Garlic möchte, dass ich ein Venemosa, Tentacula und eine Alraune im Einsatzerprobe. Brauche ich Samen oder Pflanzen, könne...
könnte ich Wasserwegerich und Knollenblätterpilz besuchen. Genau. Okay. Beschaffenteste. Wo zum Teufel ist das? Oh, warte, Moment. Ah, ich habe hier noch was bekommen. Ensemble des Klassenbesten. Aufgaben abschließen. Umhang des Klassenbesten. Ah, nee. Ich dachte, das hätte ich gerade. Aber warum hat sie das denn jetzt angezeigt? Ah, hier gibt's was. Nachttänzerbesen. Ah, das ist ein Erscheinungsbild. That's cool. Und hier? Tracht des Hochlandentdeckers. So. Und dann als nächstes Umhang des Hochlandentdeckers. Verstehe. Cool. Da sind wir auf jeden Fall schon mal weiter. Okay, beschaffen Teste. Ist doch so eine, ja. Zähe Tentakula. Wenn sie eingesetzt wird, schießt sie Säure auf nahe Gegner. Samen der Venemosa Tentakula können bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz erworben werden. Muss in großen Töpfen gepflanzt werden. Großen Töpfen. Große Töpfe habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht hier, ne? Wo ist denn dieses? Das war das aber nicht, ne? Das war die magische Rübe. Pippins. Wälzer und Schriftrollen. Der Olli Wendy. Sportbedarf. Aber wo ist denn das? Ah! Da würde ich gerne mal hin. Da können wir mal auf jeden Fall gucken. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, das glaube ich. Aber Moment mal, die großen Töpfe. Ich gehe jetzt nochmal erstmal hier hin. Die großen Töpfe habe ich ja noch gar nicht gekauft. Ich habe nur die mittelgroßen gekauft für den Raum der Wünsche. Ich hätte gerne noch große Töpfe. Ich hoffe, ich habe genug Taler gesammelt. Rein da. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Tierwesen. Schneidestation, hüpfender Topf, Materialverfeiner mit großem Topf. Also einen mit zwei großen Töpfen. Mittelgroßen, zwei mittelgroßen, drei kleinen, mittelgroße Tränkestation. T-förmige Tränkestation. Okay. Dann nehme ich auf jeden Fall die da hier. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Mehr Kohle habe ich nicht, aber... Jetzt haben wir auf jeden Fall die schon mal. Die kann man hier auch wieder reinsetzen. Und dann können wir das Zeug wieder anbauen. Das ist nämlich gar nicht so schlecht.
nach Ausrüstung. Sonnenaufgangsschal mit Schattenmuster. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Zwei großen Töpfen. Hier ist es, Maria. Ja, müssen wir jetzt halt mal so mitten in den Raum reinstellen, oder? Naja. So schlimm ist es nicht. Sehr cool. Was haben wir denn noch? Ah. Das ist cool. Das lassen wir mal so. Dann gibt es noch Tische. Großer Topf. Malvenkraut, Knöterich. Flussgras. Chinesischer Grünkohl. Okay, dann muss ich da auf jeden Fall hin. Genau, und die noch holen. Ich verstehe. Aber den haben wir jetzt mal auf jeden Fall. Kommen wir unserem Wunsch immer näher. Die Sachen alle selber anzubauen, ist immer extrem cool. So. Luff, luff, luff. Da komme ich noch nicht rein. Die Truhe habe ich schon? Okay. Okay. Gibt es bestimmt auch noch viel zu entdecken. Friedhof, okay. Revelio. Oh. Accio. Oh je, warte, Moment. Die Flatter da hinten rum. Spaziert. Aber Vorsicht, wir wollen, dass sie lebendig wieder herauskommen. Sie haben es faustdick hinter den Ohren, wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. So ein kleines Kind soll ein Teufel vermöbelt haben? Ich kann's nicht glauben. Oh. Leg los, ups. Hat sie.
Ist es nicht ihr eigener Schornstein? Ach so. Oh. Ich verstehe. Da. Lumos. Kling, kling. Passen Sie auf, wohin Sie mit dem Ding ziehen. Wie Sie sehen, habe ich einfach... Baum vor Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Mhm. Sie sind also einem Schmetterling bis zu einem Schatz gefolgt? Klar. Okay, ja, das scheint hier alles zu sein. Hallo. Beatrice. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Oh. Wie bitte? Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach nur um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie hier? Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Wow, da spricht einfach... Eulenpost mit mir. So, Samenpäckchen. Sie haben es hausdick hinter den Ohren. Hm? Wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Chinesischer Kaukohl. Alraunensamen. Und die. Aber verdammt, ich kann mir gar nicht beide leisten. Okay, dann nehme ich die. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Oh, ich dachte, jetzt könnte ich jetzt noch das da machen. Schibi, ich habe zu wenig Kohle. Moment, so wenig Kohle habe ich gar nicht. Aber das verkaufe ich... Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Das verkaufe ich beim... Ich gucke gerade mal, ob das mehr Geld gibt. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon machen. Ob das mehr Geld gibt, wenn ich das bei ihm verkaufe. Gibt es mehr Kohle, Kohle, Kohle? Oder doch nicht? Hallöchen! Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Kriege ich genau dasselbe, okay. 43, 51. Okay.
So, Moment mal bei diesen Sie Sachen. Haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie. Gerade mal gucken. Ah, die kann ich aber noch nicht tragen. 22. 16. Also die Handschuhe kann ich auf jeden Fall nochmal verkaufen. Das kann ich ja auch tragen. Geil. Aber da würde ich sagen, nee. Trotzdem würde ich da nichts tragen. Es gibt ja so komische Dinge. Nee. Nichts. Ich mag meinen Schal. Vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie okay, in der Gegend sind. Okay, aber dann kosten, also dann, oder dann zahlen halt die verschiedenen Händler eigentlich immer dasselbe. Schon mal gut zu wissen. Das ist doch schon mal super zu wissen. So. Reinspazieren. Oh, nicht so schnell. Seien Sie vorsichtig, Venemosa Tentacula. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Oh, danke schön. So. Jetzt kann man das selber anbauen. Es ist echt am Anfang, ja, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber ich glaube, das zahlt sich halt einfach schon dann extrem gut aus. Wenn es mal so weit ist, ne? Also. Die machen wir da auf jeden Fall dahin. Dann holen wir uns den Dünger ab. So. Da würde ich jetzt die Alraune reinsetzen. Was gehört denn noch in den großen Topf? Klein, klein, klein. Groß, groß. Flussgras. Alrighty, so lange können wir mal wieder irgendwie schauen, was wir noch nebenher machen können. Oh, da würde ich jetzt aber genau bei den Aufträgen nochmal schauen. Übe in der Nähe der Zinsen das Fliegen. Das können wir eigentlich als nächstes machen. Fliegen? Liebe ich. Aber ich würde sagen, fliegen tun wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt und würde mich über ein Abo freuen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir auf jeden Fall ein Däumchen da lassen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!